Ja, Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Drakensang am Fluss der Zeit, liebe Leute. Mit mir, dem Hühnchen. Ich habe ein Hühnchen auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Ein Döner macht schöner, aber mich nicht mehr, Leute. Ja, die hustet schon. Ja, wir sind in der Zwergenbinge, haben eigentlich Girtasch, Leute, und Girtasch selber besiegt. Ich werde jetzt die Feiris heilen. Die hustet uns. Die hat Corona, Leute. Leute. Ja. Sie hat so viele Knochenbrüche gehabt, dass es nach einem Mal natürlich nicht reicht. So, der geht eh bald weg. Den brauchen wir jetzt nicht mehr heilen. Den Bären. So, ich werde hier Girtasch, Goldzahn Girtasch aus. 37 Dukaten haben wir von ihm bekommen. Na, ist das toll? Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 566 Dukaten. Wir müssen weiter nach unten. Also, wer die letzte Folge vielleicht halt verpasst hat, wir müssen in der Zwergenbinge hier weiter nach unten charmieren, Leute. Und da müssen wir diese Erze zerstören. Da können wir hier runtergehen. Ich hab da... Hallo Tobi! Was ist los? Alles okay? Tobi... Er ist müde von der Schule. Hat ja fleißig geackert in der Schule, geackert. So, da haben wir das Kiste, da haben wir glaube ich schon reingeschaut, oder? Ja. Hier die Regenbogenkiste, die haben wir auch schon ausgelootet. Aber vielleicht haben die was reingetan. Kann das sein? Nö. Na, ich dachte mir, die Zwerge haben vielleicht in der Kiste was reingetan. So, dann gehen wir mal weiter. Und wir gehen jetzt runter. So, wohin verschlägt es uns jetzt? Ja, irgendwer hat keine Munition. Ja. Die Feiris hat keine Munition mehr. So, wo müssen... Was ist da? Wow! Wühlschrat. Wir haben einen Wühlschrat hier. Warum? Warum haben wir einen Wühlschrat hier? Ei? Leute! Na? Angriff! Ich weiß nicht, ob man den umschmeißen kann, den Wühlschrat. Er hat zwei Beine, also. Ja. Ja! Haha! So, Leute! Der ist fertig? Leute. Edelsteine. Oh, zweimal Gegengewicht. Nö, Rätsel. Leute, schreit das nach einem Rätsel. Oh, das, ich glaube, das schreit nach einem Rätsel, Leute. Aber wir gehen einmal durch diese Türe da. Da, wo der Wühlschrat rausgekommen ist. Was wir da drin haben, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss mein Mikro richten. Ich muss mich da ordentlich hinsetzen. So, lassen wir den Wühlschrat hier mal reinrennen. In die Falle. Ja.
Wühlschrat. Der Bär ist mein Weg. Der Bär ist mir im Weg, Leute. Ja? Ah, nö. So, mach einmal drauf. Der Bär geht eh gleich weg. Der Bär ist gleich weg, Leute. Ja. So, der ist einmal erledigt. Ja. Die ganzen Fallen entschärfen wir mit dem Kuano. Die ganzen Fallen entschärfen wir mal mit dem Kuano, ja. Der kann es ja, weil er super ist. Das sind so viele Skorpione. Das geht einmal gar nicht. Was? Das heißt wie bitte? Nach wie vor, Feiris. Ja? So, nö. Du machst den hinteren da. So, Kuano, du machst den da. Oh, oh. Yeah! Komm, komm! So, alle beschäftigt, finde ich gut. Oh, Kuano hat einiges abbekommen. Komm, komm! Ich werde diesen hier machen. Ja. Feiris, du wirst den Pfeil Weiche. Nach diesem Scheißen schießen. War ihr Weiche. So, gut beschäftigt. Oh, da kommt noch eine. Oh, Leute, da kommen so viele Skorpione jetzt. Ja. Mach den einmal. Komm schon. Na? Ja. Ja. Nö. Sanyasa. Wa iya. So, ich werde nach diesen Scheißen schießen. So, dann haben wir die auch einmal erledigt. Kommt dann wahrscheinlich noch wie immer noch eine. Ein Riesenskorpion. Ich hasse Skorpione, Leute. So, du nimmst du mal alle Skorpione aus. Ich habe hier meinen Saft am Start, nachdem ich ja keinen Kaffee mehr trinken will. Oder sollte, besser gesagt. Ich mach das schon. Skorpionstachel. Gut. So, da haben wir noch einen Skorpion zum Ausnehmen. Hier. Den Wühlschrat. Ausnehmen. So, wir machen mal einen Quickspeicherpunkt und schauen weiter. Was mich da jetzt weiter drin erwartet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es nicht ohne werden. Ich werde aber den Knochenbruch wegmachen. Entschuldigung, Leute. Wahnsinn. Da bin ich wieder. Na? Da los? Damit ihr wieder gut am Start ist. Wo ist da jemand? Wie viele Wühlschratten sind denn hier? Was, nur zwei?
Nur zwei Wühlschrauben? Das hat nach viel mehr ausgesehen, Leute. Das hat nach einem Meer von Wühlschrauben ausgesehen. Oder kommen da nur zwei? Ja? Na, schauen wir mal. Hm? So, Quano. Was denn hier? Ja! Vorgrim. Angriff! Du machst den hier. So, der ist erledigt. Na? Ist da noch einer? Da sind noch welche. Wo? Steingolem. Leute, wir haben einen Steingolem. Ein Steingolem! Haha, Hilfe! Ja? So, Feiris. Ja. Komm schon! Haha! Na? Und Vorgrim. Angriff! Da kommt's doch! Warum macht er... Warum macht der Quano nichts mehr? Was? Warum macht die Feibis nichts mehr? Sanyasa! Weiche! Was? Bei Angriff Spark! So. Ja. So, die Feiris schießt nach diesem Golem. Nach diesem Wühlschrat. Sanyasa! Ja. Ja, mehr brauche ich eigentlich gar nicht mehr, glaube ich. Ja, Steingolem, ich möchte nur den Steingolem alleine haben. Ohne die Wühlschraten, das wäre super. So, der ist erledigt. So, wir können da nichts ausnehmen. Wir sind noch mitten im Kampfgeschehen drin. Vielleicht ist es besser, wenn wir jetzt nochmal einen Quicksave machen. Mir beißt alles, Leute. So, wie schaut's mit der Aufnahme aus? Nö, haben wir 13 Minuten. Ist voll okay. Das ist cool. Ein cooler Bug, Leute. Ei. Sie hat zu wenig Astralenergie, um die hilfreiche Schlatze zu nehmen. Ei. Ha! Ha! Ausdauer schaut bei ihr sehr gut Weiche. Aus. Kann man lassen. Was? Der Quano schmeißt alles drauf, was er hat. Komm schon! Hoho! Na? Das ist ein kleiner Bossgegner, oh je. Angriff! Angriff! Los geht's! Ja, der hängt fest, Leute. Ist das lustig! Ja. Das ist ja super. Sanyasa. So, Quano. Ja. Der hängt fest. Ah, das ist super. Da kann er mir nichts abheben. Ah, abhaben. Anhaben, meine ich. Ja.
So. Was? Vor Creme. Besser bei als nach Creme. Ei. Weiche. War ihr. Ha. Ha. Der ist gleich hinüber, Leute. Hm? Ja, der Steingolem. Was? So, du kannst wieder zaubern. Hey, cool. Können wir auch mal draufschmeißen mit dem Stab. Leute, der hängt voll fest. Der voll buggy, Leute. Nicht genügend Platz, um zu kämpfen, Leute. Ja. Angriff! Bei Angriff spart! So, du auch? Schmeiß drauf einfach. Haha, Leute! Komm! Vielen Jahren durch seinen eigenen Verrat. Ja, ja. Er hat eh gelesen, er hat man jetzt nicht gehört, doch den, weil er umgefallen ist, dieser Steingolem. Wollt ihr mir nun davon berichten? Da, das will ich. Ihr habt es verdient. Ja. Den Gang entlang kommt man zum Herzen der Binge. Dort liegt das Unmetall. Es lebt. Und es ist abgrundtief böse. Okay. Legenden sagen, dass es direkt von dem Erzdämon Agrimod in die Welt gebracht wurde. Oh, Bossgegner. Dort kam es zum Kampf zwischen mir und Torlosch. Ich konnte dem Ruf des Unmetalls widerstehen. Doch Torlosch wollte es an die Oberfläche bringen. Er wollte daraus mächtige Waffen gegen unsere Feinde schmieden. Ach, diese Verblendung. Eieiei. Als ich ihm sagte, dass ich dies niemals zulassen würde, griff er mich an. Er war voller Wut und schien durch die Einflüsterungen stärker geworden zu sein. Wir kämpften fast 2 Stunden und ich konnte ihn nicht töten. Hm. Was? Ihr konntet ihn nicht besiegen? Nein, versteht ihr nicht. Wie hätte ich meinen besten Freund töten sollen? Ich floh und rannte zum Aufzug. Als ich den Schacht nach oben fuhr, sah ich Torlosch, wie er mit hassverzerrtem Gesicht auf den Fahrstuhl einschlug. Okay, das ist arg, ja. Ich konnte gerade noch aus der Gondel springen. Da stürzte der Aufzug in sich zusammen und begrub Torlosch unter sich. Was geschah mit Giertasche und warum seid ihr nicht zurückgekehrt? Ich ging zum Ausgang, voller Trauer und Wut. Mit ein paar gezielten Schlägen brachte ich ein paar Stützbalken zum Einsturz. Und versperrte so den Zugang nach Norgamaschtrop. Girtasch suchte ich auf und schwor ihm, sollte er je wieder nach der verbotenen Binge suchen, würde ich mit ihm abrechnen. Meinem Vater erzählte ich, dass Torlosch heldenhaft gestorben war. Ich konnte ihm nicht die Wahrheit erzählen. Bis heute. Okay. Ich verstehe eure Trauer. Bringen wir die Sache zu Ende, Leute! Oh, also Leute. Leute. Ich möchte looten. 8x Sandstein, Edelstein, 3 Diamantstab. Okay, jetzt können wir endlich aber mal die anderen auch looten. Die hier hinten gelegen oder liegen, ja. Gelegen sind, wollte ich sagen, die sind doch immer da. Knauf, was ist das? Zutat, ein Knauf hält Griffstück und Klingen zusammen. Ein Bestandteil zum Schmieden von Waffen. Ah, okay. Gegengewicht. Leute. Keine Ahnung, für was man das Gegengewicht braucht. So, also wir speichern noch einmal ein. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge und schauen in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht und vielleicht zu einem Bossgegner.
ich befürchte auf jeden Fall was richtig Schlimmes. Schauen wir mal, was da ist. Die Wasserpumpe, achso. Aha. Überflut und damit unbetrieben geworden. Mit der Pumpe lässt sich das Wasser vielleicht loswerden. Dafür müsste Parkrosch sie aber zunächst wieder in Schuss bringen. Wer weiß, wie lange er braucht. Tavernenkönig. In der Hammerberger Taverne hält Trinkerin Radomir den Rekord mit Wettsaufen und darf sich damit Tavernenkönig nennen. Sogar eine Krone soll er haben und vor allem darf er kostenlos trinken. Auch mich hat er unter Tisch getrunken. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um den Titel Krone abzuluxen. Habe ich noch gar nicht durchgelesen, okay. Geheimes Zwergenbinger. Wieder geht es etwas in Gertas Zwergenbinger um, dass sie nur dort sein sollte. In der Binger scheint der Vater begleitet den Zwergenprinz, ja, Dinge zum Steuergrund vor und vertreibe die Zwerge. Also hat der Bosnickel nur sein Unwesen getrieben, um die Zwerge nicht an das Hölleneisen gelangen zu lassen. Er will, dass ich alle verbleibenden Zwerge vertreibe und dann selbst aus der Mine verschwinde. Okay. Gut. Der Eingang zum Schloss. Der Eingang zum Schloss. Von der Anführerin der Flusspiraten weiß ich nicht nur, dass Mora auf Dachins Schloss ist. Sie will auch von einem Geheimgang wissen, über den man direkt dorthin gelangt. Wenn wir sie und damit Raulskrone finden wollen, ist dies möglicherweise unsere einzige Chance. Den Schlüssel zu diesem verborgenen Eingang soll der Hafenmeister von Nadoreth besitzen. Hafenmeister von Nadoreth. Das legt nahe, dass er weiß, wo sich dieser Eingang befindet. Bleibt uns nur noch Hafenmeister Orbit ausfindig zu machen. Den Schlüssel und das Wissen, um den Ort des Geheimgangs an uns zu bringen und den geheimen Gang zu betreten. Okay. Ja. Gut. Also das, da, ja, müssen wir noch einiges machen, aber dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich bedanke mich. Danke, dass du wieder zugesehen hast. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Mit dem Spiel und dem Hühnchen. Und ich sage Game Over and Out. Euer Zong. Ciao.